Die auf den Fels gebaute evangelische Kirche vom Marienfels prägt das Ortsbild der kleinen Gemeinde im Rheinlagenkreis. Das Mauerwerk der Kirche wurde im Jahr 1142 nach Christi fertiggestellt. Das Kirchenschiff wurde 1698 erneuert. Das Innere der Kirche beeindruckt durch einen unvergleichlichen Charme. Die Bilder auf der Emporenbrüstung im Langhaus stellen 23 Stationen des Leben Jesu dar, von der Geburt bis zur Himmelfahrt. Ebenso werden die 12 Apostel jeweils mit dem Zeichen ihrer Würde bzw. ihres Handwerks gezeigt. Sehenswert ist auch die Mutter Gottes. Maria hält hier im Sitzen das Jesuskind mit der linken Hand geschützt. In der rechten Hand hält sie einen Steinpilz als Zeichen der Fruchtbarkeit. Dank des Marienbildnisses, welches erst wieder 1911 in die Kirche zurückgebracht und an seinen alten Platz gehangen wurde, wird die Kirche auch heute noch von katholischen Christen, von Pilgern und Wallfahrten besucht. Noch vieles mehr lässt sich bei einem Rundgang durch die altwürdige Kirche erschließen. Zum Beispiel auch die vom Bad Emser Künstler gestaltete Kanzel aus dem Jahr 1612. Machen Sie sich doch selbst einmal ein Bild von diesem Gotteshaus mit seiner langen Geschichte. Sie sind zu einem Besuch herzlich eingeladen, nach Marienfels zu kommen. Entdecke Rheinland. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn. Die Beitragsreihe Entdecke Rhein-Lahn – Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis finden Sie jeden Dienstag und Donnerstag in unserem Programm.